Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über meine Juni-Favoriten sprechen und ich starte gleich mit dem ersten Produkt. Das erste Produkt ist von L'Oreal und zwar die Sculpt False Lashes Mascara. Ich finde die mega gut, die macht schön definierte Wimpern. Sie ist nicht so leicht im Auftrag, weil sie ein recht spezielles Bürstchen hat und das Produkt sammelt sich in der Mitte. Aber wenn man den Dreh raus hat, ist sie wirklich super toll und ich mag diese Mascara extrem gerne. Das nächste Produkt ist ein Lippenprodukt und zwar sind ja alle im EM-Fieber und da habe ich extrem gerne diesen Lippenstift getragen. Der ist von Tarte in der Farbe. Ihr habt keine Fiery, genau, in der Farbe Fiery. Das ist ein extrem schönes Rot. Ich habe den nicht komplett aufgetragen, sondern einfach etwas aufgetupft. Und ich fand, das sah wirklich sehr, sehr schön aus. Das nächste Produkt ist ebenfalls ein Lippenprodukt, also eine Lippen-Combo. Und zwar habe ich ja bei meinem letzten Video gesagt, ich trage extrem gerne momentan Lipgloss. Und diese Combo hat es mir richtig angetan. Und zwar einmal der Lip Liner Dolce K und einmal die Catrice Shine Lip Gloss in der Farbe Peach Paradise. 170 Peach Paradise. Diese Combo trage ich auch heute und ich finde, das sieht wirklich sehr schön natürlich aus, aber hat trotzdem einen schönen Glanz. Und diese Combo habe ich extrem gerne getragen. In letzter Zeit habe ich meine Nägel wieder öfters lackiert und da ich früher immer Gelnägel hatte und meine Nägel etwas brüchig davon sind und etwas dünn, habe ich dieses Produkt mega gerne benutzt und zwar ist das der Nagelhärtner von P2 und ich finde den extrem gut. Ich trage den immer am Anfang auf und dann mache ich meine Nägelroutine. Falls ihr mein Nail-Tutorial noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den noch unten in der Infobox. Da könnt ihr mal nachschauen, was ich so für Produkte benutze. Aber den mag ich extrem gerne. Der macht meine Nägel nicht brüchig, sie brechen nicht ab und fühlen sich richtig, richtig gut an. Dann kommen wir noch zu einem Sommerduft. Und zwar liebe ich dieses Parfum und zwar ist das von Coco Chanel, das Mademoiselle. Das ist so ein schöner Duft. Er ist mega frisch, schön blumig. Er riecht einfach besonders. Es ist so ein richtig schöner, edler Duft. Also falls ihr den nicht kennt, riecht unbedingt mal dran. Ich finde auch das Flakon wirklich sehr schön und darum ist er definitiv ein Juni-Favorit. Dann kommen wir zu Fashion und Accessoires und ein definitiver Favorit sind diese Schuhe. Die sind von Zara Woman und ich finde die einfach mega toll. Die haben einen sehr schönen Absatz, die Farbe ist einfach genial. Das ist ein rostiges Braun-Rot-Orange und hier hinten haben sie noch eine Roségold-Applikation und die habe ich wirklich sehr, sehr oft getragen und finde die einfach wunderschön. Dann wollte ich noch weiße Turnschuhe haben und habe mir die von Vagabond geholt. Ich finde die einfach mega, die kann man schick kombinieren, aber auch sportlich und die sehen wirklich sehr, sehr schön aus und sind definitiv ein Favorit von mir. Passend zu den Schuhen habe ich diese Tasche ziemlich, ziemlich oft im Juni getragen. Und zwar ist das eine Beuteltasche von Zalando und ich finde die mega schön. Die sieht sehr hochwertig aus. Sie fühlt sich auch wirklich gut an und drinnen ist sie einfach orange. Das sieht einfach perfekt aus mit den Schuhen und sie hat extrem viel Platz hier drinnen und die Innentasche kann man auch herausnehmen, falls man die nicht drin haben möchte. Was mich allerdings an solchen Taschen nervt, ist, dass sie immer extrem wenig Löcher haben und da ich eine ziemlich kleine Person bin, muss ich immer extrem viele Löcher hier reinmachen, damit mir die Tasche nicht an den Knien unten hängt und dann habe ich hier einfach so einen langen Henkel herumhängen. Das stört mich etwas, aber ich finde diese Tasche einfach wunderschön und die passt perfekt zu den Schuhen und darum ist sie definitiv ein Monatsfavorit von mir. Dann kommen wir auch schon zum letzten Favorit und zwar geht es um diese Geldbörse. Ich finde, die sieht einfach mega cool aus. Dieser Effekt, diese Farbe, die fällt einfach auf und ich hatte richtig Freude, die immer wieder herauszunehmen und mit der zu bezahlen. Und die Leute haben auch gleich geguckt, weil sie
so krass spiegelt. Sie war auch nicht teuer. Ich verlinke euch alle Produkte übrigens in der Infobox, falls sie noch erhältlich sind. Die hat auch wirklich sehr schön viel Platz. Die findet man auch schnell in der Tasche und ich finde die einfach mega, mega schön und darum definitiv ein Monatsfavorit von mir. Das war's auch schon mit dem Video. Wie gesagt, verlinke ich euch alle Produkte in der Infobox, falls die noch erhältlich sind. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr ganz sicher keine weiteren Videos von mir. Und bis zum nächsten Mal.